Morning! Wir singen gerade mit Eliana Babylieder, beziehungsweise Juli. Ich singe Eliana Babylieder. Ja, ich hab's doch gerade erst. Ich hab's doch gerade korrigiert, Alter Schwede. Und ich schneide einen Vlog. Ich esse währenddessen diese geilen Cracker hier. Das hat gerade in Wolfsburg von Zuschauern geschenkt bekommen. Zwar haben die eine Bäckerei, die nennt sich Bäckerei Werner Kunstner. Richtig lecker. Schmeckt richtig gut. Das frühstücke ich jetzt. Alter, schaut euch mal diesen Berg an Wäsche an, ey. Es hat sich so viel angesammelt in der Zeit, wo Mama nicht da war. Ich habe das Gefühl, wir haben voll viel gewaschen, aber es wurde nicht weniger, gell? Ja, also ich habe die Wäsche. Zwei Tage, jeden Tag zweimal gewaschen. Voll Gras und das ist immer noch voll ein Haufen Berg. Also das ist jetzt fertig gewaschen. Das ist die Wäsche, die ich mir in den letzten Zeit habe. Ja, aber es ist immer noch viel dort, meine ich, in den Wäschekörben. Übrigens haben wir die letzten Tage Post bekommen von Desenio. Ihr wisst ja, dass unsere Bilder hier im gesamten Haus eigentlich von Desenio sind. Das hier ist von Desenio. Das hier ist von Desenio und ich habe wieder ein paar schöne Bilder bestellt bei Desenio. Die haben ja ständig neue Sachen und deswegen zeige ich euch das gleich mal. Wir wollten die heute nämlich aufhängen. Ich habe diesmal nur die Bilderrahmen bestellt aus Eichenholz ist es, glaube ich. Auf jeden Fall die Holzbilderrahmen. Ja, die finde ich nämlich mega schön. Ansonsten haben wir eigentlich normalerweise immer die schwarzen. Hier haben wir die Bilderrahmen gemischt. Ich fand, das sah eigentlich ganz cool aus. Die Bilder wollten wir hier im Treppenhaus aufhängen. Wir haben uns irgendwie nie richtig so drum gekümmert. Wir wollten das eigentlich mal richtig schön dekorieren, dass es harmonisch aussieht. Jetzt haben wir uns überlegt, dass wir hier die Bilder aufhängen und dann auf diesen Regalen hier pflanzen. Das könnte ganz cool aussehen. Es gibt Essen. Es gibt ganz viel Kartoffeln. Kartoffelsalat und Bratkartoffeln und ein Cordon Bleu, so ein Cordon Bleu. Cordon Bleu, ein Cordon Bleu. Ja. Lasst es euch schmecken. Lasst es euch schmecken. Eliana hat gerade Riesendrama gemacht. Heute hat sie zum allerersten Mal meine Brust abgewehrt. Also sie wollte ums Verrecken meine Brust nicht haben. Und das Problem hatte ich heute Morgen schon und dann irgendwann ging es dann und hat sie dann getrunken an meiner Brust. Aber jetzt hat sie ja geschlafen und dann, als sie aufgewacht ist, hatte sie Hunger und dann dachte ich, okay, dann stelle ich sie. Aber sie wollte ums Verrecken nicht von meiner Brust trinken. Dann habe ich jetzt gerade abgepumpt und jetzt kriegt sie es aus der Flasche und da trinkt sie es. Komisch. Ich wusste, dass der Tag irgendwann kommen wird, aber ich habe nicht gedacht, dass es so früh kommt. Vielleicht ist es jetzt auch nur so eine Phase oder nicht so eine Phase, sondern vielleicht war es heute Morgen oder heute ist, vielleicht hat es heute immer noch einen schlechten Tag und morgen ist wieder alles, als wäre nichts gewesen. Ich habe auch versucht, ohne Stillhütchen dann auch zu stillen, aber sie kennt das halt nicht, deswegen trinkt sie dann auch nicht ohne Stillhütchen. Ja, irgendwie, heute funktioniert es irgendwie nicht so mit dem Stillen. Ich werde es später auf jeden Fall nochmal versuchen und wenn es nicht geht, dann werde ich einfach abpumpen und gebe ihr dann die Flasche. Habt ihr vielleicht schon Erfahrungen damit gemacht oder könnt ihr da vielleicht sagen, was sie für ein Problem haben könnte mit meiner Brust? Also ich finde es echt verletzend. Sie wird einfach erwachsen. Das ist wirklich so, also sie hat richtig Drama gemacht und wollte nicht an die Brust und das ist echt verletzend, wirklich, gell? Man merkt, also das ist so, ouch. Diese Hängematte hier, ich habe es euch ja in dem letzten Vlog mal gezeigt, habe ich bestellt für Eliana. Ich dachte, das gefällt ihr. Aber das war wohl nichts. Ich werde es zurückschicken. So, ich zeige euch jetzt mal meine Desenio-Bestellung. Wir haben richtig schöne neue Motive dazu bekommen. Also die Sachen, die ich jetzt ausgewählt habe, sind auch alles neue Motive, glaube ich zumindest. Warte, ich zeig's euch. Ich bin mal gespannt, ob die Bilder oder die Motive alle miteinander harmonieren, weil ich finde, das ist immer richtig, richtig schwierig. Also auf der Desenio-Seite gibt es zwar auch Inspirationen und man kann das auch so zusammenstellen und gucken, ob das auch zusammenpasst. Aber es ist trotzdem echt eine sehr schwere Entscheidung, weil die einfach so viele coole Motive haben. Ich mache die jetzt mal alle in den Rahmen und dann zeige ich euch, was ihr alles geholt habt. Diese Pflanzen kommen jetzt in Einsatz.
Und hier kommen auch noch Pflanzen hin. So, das sieht doch schon mal ganz schön aus. Das sind alles übrigens neue Motive und die Pflanzen haben wir vom Kaufland. Mhm. Sind echt schön. Das sind die restlichen 4 Bilder. Ihr denkt euch bestimmt, was habt ihr für komische Motive ausgewählt, aber ich finde, die passen eigentlich ganz gut zusammen. Das sind 2 schwarz-weiß Bilder und 2 farbige. Und ich finde, durch dieses, diesen Holzrahmen sieht es so boho-mäßig aus. Okay. Jetzt machen wir richtig was Gefährliches. Bitte nicht nachmachen. Weiter hören? Yeah. Nee. Ja, so. So passt. Wir kommen nicht anders an dieses Bild ran. Die würden wir noch hinkriegen, so glaube ich. Okay, ich glaube, es reicht. Das nächste Bild ist auch nicht ganz ungefährlich. Bitte nicht nachmachen. So? Ja. Okay, warte. Das ist zu wenig Kraft, okay. Das ist schon heftig, weil ich muss mich mein ganzes Körper heben. Oh, das ist ein bisschen weiter unten. Nee. Nee. Hier wird nichts ausgemessen. Es wird ja alles nach Augenmaß gemacht. Oh mein Gott, ich schwitze. Okay, warte. Kann ich probieren? Ich schwitze, nee, wegen deiner Kennenschnitten. Ja, stimmt. Wir haben es übers Geländer gemacht und das ist hier bei hier. Und so sieht das Endergebnis aus, Leute. Die Arbeit hat sich gelohnt. Und wir haben uns, wir haben auch noch so ein Ding hier aufgehangen. Das habe ich auch noch, das habe ich auf Amazon bestellt. Und dachte, das passt hier eigentlich ganz gut rein. Hier fehlt aber noch was. Und ja. So sieht das Ganze aus. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, wie ihr es findet. Und falls ihr auch gerne mal bei Desenio was bestellen wollt, also falls euch das gefällt und ihr denkt, ihr wollt in eurer Wohnung oder in eurem Zimmer auch ein bisschen umdekorieren, dann habe ich einen Code für euch, der gilt von heute bis zum 9. August, also 2 Tage. Und zwar lautet der 25 an Cut, den blende ich euch einfach mal hier ein. Alle Infos schreibe ich euch nochmal in die Infobox, direkt in der ersten Zeile. Da kommt ihr auch dann direkt zur Desenio-Seite, da habe ich euch einen Link eingefügt, damit ihr direkt einfach auf die Seite kommt. Also der Code gibt euch 25% auf alle Posters bei Desenio, außer die Handpicked-Poster und die Rahmen. Viel Spaß beim Stöbern! Ich habe jetzt gleich einen Zahnarzttermin. Ich habe euch ja erzählt, dass ich während der Schwangerschaft hier voll die Schmerzen hatte an diesem Zahn. Und jetzt nach der Geburt habe ich auf der Seite voll die Schmerzen bekommen. Also ich kann auf der Seite wirklich nicht mehr, eigentlich gar nicht mehr kauen, weil es so hitze-kälteempfindlich ist. Also hitze- und kälteempfindlich. Und auch wenn ich irgendwas Süßes esse oder was Saures, also das brennt richtig krass, als wäre da eine offene Stelle. Also ich vermute, da ist irgendwie so eine offene Stelle. Deswegen habe ich einen Zahnarzttermin ausgemacht. Eigentlich wollte ich schon wie früher hin, aber die waren halt im Urlaub und dann konnte ich nicht. Und dann habe ich es so lange noch ausgehalten. Und allen, denen ich das erzählt habe, haben gesagt, das ist bestimmt eine Wurzelbehandlung. So, ich weiß, beim Zahnarzt. Und habe immer noch meine Betäubung drin. Das sieht so komisch aus. Meine Nase ist auch betäubt. Viele haben mir schon gesagt, das ist, hört sich nach einer Wurzelbehandlung an. Und das ist tatsächlich auch eine Wurzelbehandlung. Also ich habe jetzt einen Termin ausgemacht für die Wurzelbehandlung. Die wird dann in 2 Wochen ungefähr gemacht. Und jetzt hat der nur so provisorisch, das habe ich irgendwie nicht ganz verstanden, er hat ein Loch in meinen Zahn gebohrt und hat da irgendwas reingestopft. Und das soll den Schmerz lindern. Hört sich für mich irgendwie nicht plausibel an. No more, no more. It cannot wait. I'm yours. Ocean under the open sky. Oh my, baby, I'm trying. Boy, I hear you in my dreams. I feel you whisper across the sea. Keep you with me in my arms. You
Text vergessen. Cause all of me loves all of you. Love your curves and all your edges. Wir haben jetzt Abendessen vorbereitet. Es gibt ein... Oh, da ist die Fliege. Geh weg! Nein, die Fliege ist drin. Go away! Oh. Kleine Fotze, ey. Es gibt einmal einen griechischen Salat, dann Würstchen, Brot und Chicken Wings. Yummy. Also wir hatten irgendwo hingehen. Ja, ich weiß, ich habe noch eine kurze Frage. Du hast die Karten aber willkürlich ausgeteilt oder hat jeder die gleichen ähnlichen Karten bekommen? Die hat jeder bekommen. Okay, aber der Rest ist willkürlich. Und wer am Ende keine Karten mehr hat, hat gewonnen. Nein, nee, der, wo als letztes übrig bleibt. Ja, oh, es ist wie dieses Spiel bei Mario, wo du die Bomben hin und her werfen musst. Genau. Und der, wo sie als letztes weg hat, hat verloren. Wir haben übrigens so Spiele zugeschickt bekommen und spielen jetzt gerade Exploding Kittens. Ein Kartenspiel für Liebhaber von Katzen und Explosionen und Kittenmagiern und natürlich Ärschen. Das ist ab 18 sogar. Und das hier ist das Originalspiel ab 7. Und ich darf mir jetzt aussuchen, welche ich will. Aber das funktioniert, glaube ich, gleich. Ein Kartenspiel für Liebhaber von Katzen und Explosionen und Laserstrahlen und natürlich Ziegen. Und hier haben wir noch mehr Spiele zugeschickt bekommen. Die werden wir die nächsten Tage mal austesten mit den da draußen. Also ich kannte die ganzen Spiele vorher auch gar nicht. Deswegen bin ich mal gespannt. Iliana und Oma kuscheln. Und übrigens, heute Mittag hat sie meine Brust wieder angenommen. Aber nur, als wir vorher dann mit... Also wir haben zuerst die Flasche gegeben und dann zur Brust gewechselt. Dann hat sie genuckelt. Aber wenn ich zuerst die Brust gebe, dann nuckelt sie irgendwie nicht mehr. Das mag sie irgendwie nicht. Keine Ahnung. Ich glaube, sie hat eine Saugverwirrung oder sowas. Auf jeden Fall nimmt sie die Brust nicht mehr von alleine, sondern nur, wenn man vorher mit der Flasche so antäuscht. Wenn ihr wisst, was ich meine. Ja. Deswegen werde ich heute Nacht auf jeden Fall einfach mit der Handmilchpumpe etwas abpumpen. Und dann, wenn sie nachts oder morgens, keine Ahnung, Hunger hat, dann gebe ich ihr das. Ja. Echt komisch. Wie findet ihr Exploding Kittens bisher? Ich lerne das seit 2 Minuten. Ja, in 2 Minuten erlernt. Steht hier, guck. In 2 Minuten erlernt, in 15 Minuten gespielt. Sind wir hier auch alle über 18? Ich bin raus, Leute. Echt? Didi, wenn du explodiert bist, ist das Spiel vorbei? Ja. Für mich, ja. Nur für dich, aber die anderen spielen weiter? Ja. Wer als letztes quasi noch Karten übrig hat? Ja, uns interessiert. Okay. Hallo? Bist du wach? Ja. Hast du heute mit Lola gekuschelt? Ja? Hast du mit Lola gekuschelt, Schatz? Ey, die Arme, die schwitzt richtig. Okay, Leute, wir wünschen euch gute Nacht. Iliana geht jetzt schlafen. Okay?